Dann fangen wir jetzt an mit unserer ersten Vorlesung, die Kollege Chris Schmich und ich gemeinsam machen, die sich nennt Standort Deutschland, Industrie 4.0 und die Digitalisierung vom Exportweltmeister zum digitalen Entwicklungsland. Bewusst etwas reißerischer Titel. Hintergrund ist, es hat sich doch schon einiges auch getan in der Digitalisierung. Und our children will never know the link between the two. Also wissen Sie, was die Verbindung ist zwischen dem Stift und der Kassette? Wer von Ihnen hat noch Kassetten zu Hause? Hand hoch mal. Wer von Ihnen hat einen Kassettenrekorder dazu noch, der funktioniert? Wer von Ihnen ist jünger als 25? Nicht die jetzt... Wer von denen, habe ich gesagt. Ja. Ich habe das vorgestern meine Tochter gefragt, die ist 14. Und die guckte mich an und ich meinte, eigentlich kennt die noch Kassetten. Und die sagte, ein Bleistift und eine Kassette zum Beschriften, ist doch klar. Ja. Gut, ich meine, was da passiert ist, dass da eigentlich eine Kulturtechnik völlig unwichtig geworden ist, keine Rolle mehr spielt. Ja, also ich brauche heute Auflösung, den Stift nicht mehr, um das rausgerissene Band aus der Kassette wieder reinzuschrauben. Ja. Das spielt keine Rolle mehr heute. Meine Tochter muss es auch nicht wissen, weil was soll sie mit dem wissen? Das ist völlig nutzlos. Ja. Da hat Digitalisierung unsere Gesellschaft im ganz kleinen Bereich schon ziemlich verändert an dieser Stelle. Und wenn Sie sich das hier angucken, das zeigt diese SD-Karten, diese Speicherkarten. 2005 war diese fingernagelgroße kleine Scheibe bereit, 128 Megabyte aufzunehmen. 9 Jahre später, gleiche Größe, gleiche Zahl, aber Gigabyte. Das heißt, 1000 Mal mehr Speicherplatz. Also da ist ganz schön was passiert. Ja. Ich habe vor einigen Wochen meine CDs komplett auf so eine Speicherkarte geladen und die habe ich jetzt immer hier im Handy dabei. Meine CDs verstopfen jetzt meinen Speicher, das waren 1200 Stück. Und hier ist jetzt meine komplette Musik drauf. Auch das ist Digitalisierung, also es tut sich einfach unheimlich viel auf diesem Gebiet und es geht unheimlich schnell. Das ist eins meiner Lieblingsbilder, das habe ich in relativ vielen Vorlesungen drin. Ist 3 Jahre alt, also ist nichts Neues, uralt eigentlich. Und also ich bin zwar digital unterwegs, aber ich bin echt Bücherliebhaber. Ich habe 6.000, 7.000 Bücher zu Hause. Und natürlich Billy Regal, das ist wahrscheinlich der Bestseller von Ikea schlechthin. Ich kann die mit verbundenen Augen aufbauen. Also ich habe, glaube ich, 28 Stück zu Hause. Und Ikea finde ich sowieso relativ spannend, weil ich habe die auch, wie gesagt, in ganz vielen Vorlesungen sind prima Case Studies, weil die relativ weit vorne immer von ihrer Denkweise sind. Sehr strategisch aufgestellt, sehr vorausschauend aufgestellt. Und das, was die machen, hat meistens irgendwie Hand und Fuß, auch so wirklich perspektivisch nach vorne schauend. Und die haben sich gesagt, okay, wir haben dieses Bestseller-Produkt, Billy 90, oder wie das dann heißt. Und jetzt sagen sie, ey, hat sich was getan. E-Books. Das ist ein Problem, wenn wir Bücherregale verkaufen. Weil wenn der Mensch jetzt dann nicht mehr 6.000 Bücher so rumstehen hat, sondern er packt die aus seinen E-Book-Reader, dann sehen die Bibliotheken vielleicht irgendwann so aus. Ja, dann brauche ich eigentlich nur noch einen E-Book-Reader und stelle irgendwo rein und der Rest ist leer. Auch das ist ja nun keine Zukunft mehr, das ist ja nun Gegenwart, da hat sich schon unheimlich viel getan. Und dann haben wir noch Selfies. Sie wissen, heute ist ja der 21. Oktober. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Weiß es jemand? Genau. Und was haben wir? Martin McFly kommt heute in der Zukunft an. Heute ist Zurück in die Zukunft Tag, 21.10. Oktober. Und was haben wir uns eigentlich alles gehofft, was es dort zu sehen gibt? Irgendwelche Hoverboards, die fliegen, ja? Was weiß ich alles. Und was haben wir gekriegt? Leute, die sich mit dem Smartphone Selfies schießen. Auch das ist eine Kultur, die sich geändert hat. Ja. Einzige positive Nachricht, es sind mehr Leute an Selfies gestorben als an Haiattacken im letzten Jahr. Ja. Also auch da tut sich eine ganze Menge. nicht immer im positiven Fall, weil die Leute nicht mehr aufpassen. Ja. Auch das, da greift Digitalisierung voll in unser Leben ein.
Auch ein Beispiel aus China. Das kennen wir alle, wenn Sie morgens zur Arbeit wollen und die Stadt ist voll. Nichts ärgert Sie mehr als diese Smartphone-Zombies, die vor Ihnen laufen und in Ihr Smartphone glotzen. Und Sie haben es aber eilig, wollen auf den Bus oder zur Arbeit. Und dann stehen die vor Ihnen und halten Sie auf. In China, das ist ja nur ein bisschen dichter besiedelt, zumindest in den Städten als bei uns, gab es dafür eine Lösung. Sie haben einen Gehweg für diejenigen, die in Ihr Smartphone glotzen wollen, und einen anderen Weg, die Fastlane, für diejenigen Leute, die überholen möchten. Ja, wir reden vom Internet der Dinge. Was heißt denn das eigentlich? Auch da sind wir schon relativ weit. Was so alles vernetzt wird, gibt es ziemlich verrückte Sachen teilweise. Zum Beispiel überlegt man, aktuell Teppiche zu produzieren, die mit Sensoren ausgestattet sind. Und diese Sensoren sollen dann prüfen, ob dort jemand vielleicht umfällt. Herzinfarkt, Schwächeanfall, Plumps. Und wenn er dahin fällt, dann geht automatisch ein Notruf raus an den Krankenwagen und der holt ihn dann rein. Dieser Sensor muss aber so clever sein, dass er auch kapiert, wenn statt einem Menschen dort dessen dänische Dogge Platz nimmt. Ja? Nicht so einfach, das muss man erstmal hinkriegen. Wenn man vom Internet der Dinge redet oder von der Vernetzung der Dinge, dann gibt es immer solche Beispiele wie sich selbst befüllende Geräte, Automaten etc. Also hier zum Beispiel ein Süßigkeitautomat, der dann auch meldet, wenn nur noch 3 Snickers oder nur noch 3 Marsriegel im Automat sind, sodass derjenige, der die Maschine dann befüllt, eine Mail kriegt und sagt, okay, ich muss jetzt los und ich muss das Ding wieder befüllen. Also nicht irgendwie, ich schaue mal nach, ob sich was getan hat, sondern nee, dann, wenn es wirklich notwendig ist. Das finde ich auch eine sehr gute Sache. Ich konnte es kaum glauben, dass es sowas gibt. Dieser Ofen nennt sich June, der kann angeblich erkennen, was in ihm gegart wird. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Überlegen Sie sich, Sie haben keine Ahnung vom Kochen, Sie wissen auch nicht, was Sie heute machen sollen. Sie gehen in die Metzgerei und sagen, das Fleisch sieht gut aus. Was ist denn das? Ist mir wurscht, ich nehme es mit. Sie packen das dann zu Hause in Ihren Ofen und der gart es dann für Sie. Und dann auch richtig, ne? Weil dort lernende Algorithmen irgendwie dafür sorgen, dass dieses Fleisch, Hühnchen oder was auch immer, dann genau so zubereitet wird, wie es eigentlich zubereitet hätte werden sollen. Ich kann es kaum glauben, das Produkt gibt es angeblich tatsächlich, $1.495. Und es gehört Ihnen. Dann gibt es noch andere Beispiele, wie hier so ein Roboter, der bei Stellen beim Misten helfen soll, über WLAN gesteuert wird. Und auch das liegt mir natürlich besonders am Herzen als Weintrinker, dass ein Winzer heutzutage seinen Weinberg steuern, überwachen kann, komplett digital. Also der kann sagen, okay, wie ist die Blattfeuchte der Reben, was für ein Nährstoffgehalt ist im Boden. Er braucht dann nicht selber in den Weinberg zu fahren, sondern er guckt es einfach auf seinem Smartphone an. Und wenn dann irgendwas ist, dann kann er sich immer noch auf die Socken machen und losfahren. All das sind Vernetzungen der Dinge. Und jetzt hören wir ein bisschen mehr von Kollegen Krischmich. So, Digitalisierung, Industrie 4.0 und das Internet der Dinge, wovon sprechen wir eigentlich? Wir haben ein sehr heterogenes Publikum und wir haben Studenten da und wir haben auch Leute, die schon deutlich weiter im Thema sind. Aber da das der Anfang einer Vorlesungsreihe ist von 8 Vorlesungen, wollen wir noch mal ein Stück zurückgehen und uns mal unterhalten, worüber wir eigentlich sprechen. Wir haben also sämtliche Begriffe reingepackt in die Überschrift, wie Sie sehen, und jetzt erklären wir auch, warum. Digitalisierung im klassischen Sinne bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir analoge Daten in digitale umwandeln. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel aus einer Fotocommunity. Die haben da so einen Super 8-Film, also alte Filme, und daneben so einen Aufbau, wie man das abfilmen kann, um es digital zu machen. Das gilt für Bilder, das gilt für Ton, und für Texte natürlich auch. Das ist eigentlich die klassische Bedeutung von Digitalisierung. Es gibt mittlerweile ein Museum der aussterbenden Geräusche. Man kann also digital, so wie wir physisch in ein Museum gehen und uns Dinge anschauen, die es vielleicht nicht mehr gibt und die alt sind, kann man also hier einen virtuellen Durchgang machen und kann sich beispielsweise so analoge Geräte anschauen und dazugehörige Geräusche. Weil ich glaube, hier sind einige dabei, die nicht mehr wissen, wie sich sowas anhört. Digitalisierung im weiteren Sinne heißt dann, dass wir durch das Internet die Möglichkeit haben, uns diese Daten langfristig bzw. örtlich ungebunden und zeitlich ungebunden zugänglich zu machen. Diese Folie zur Industrie 4.0
die erklärt die 4.0. Also die Folie ist in jeder Präsentation drin, was immer Sie im Internet finden und aufmachen, die Folie ist dabei. Wir wollen nur ganz kurz darauf eingehen, wo die 4 herkommt. Wir haben einmal Ende 18. Jahrhundert haben wir die erste industrielle Revolution gehabt durch mechanische Produktionsanlagen, betrieben durch Wind, durch Wasser oder vielleicht auch durch Dampf. Dann Beginn des 20. Jahrhunderts die zweite industrielle Revolution. Da ging es dann durch die Einführung der Arbeitsteilung, wurde Massenproduktion möglich und auch schon elektrische Energie eingesetzt. Dann die dritte Revolution, Beginn der 70er Jahre, die klassische Automatisierung durch den Einsatz von Elektronik und jetzt die vierte durch Cyber Physical Systems. Was das ist, kommen wir gleich noch zu. Nur mal die Folie muss man gesehen haben, ein echter Klassiker. Industrie 4.0 ist eine konsequente digitale Vernetzung von Produkten, Prozessen, Maschinen, Intralogistik in der Fertigungsindustrie. Also Sie sehen, das ist sehr fertigungslastig und da kommt es auch her, der Begriff. Aber es geht weiter, also über die Smart Factory hinaus. Es werden auch noch vorgelagerte und nachgelagerte Stellen mit integriert. Also in dem Fall beispielsweise unsere Lieferanten oder unsere Kunden. Oder auch parallele Dienstleister wie Logistikdienstleister oder andere Dienstleister. Und hinzu kommt noch, das Produkt wird zum Träger digitaler Informationen. Jetzt haben wir das Produkt, das ist ja eine Sache. Und da sind wir schon beim nächsten Begriff. Industrie 4.0 bzw. das Internet der Dinge. Und ich habe da mal etwas aufgeführt, was das Ziel eines Internet der Dinge ist. Und zwar, wenn man sich das so durchliest, ist das erstmal wenig spektakulär. Wenn wir Computer hätten, die alles wüssten, was es zu wissen gibt, Daten nutzen, die sie ohne menschliche Hilfe sammeln, wären wir in der Lage, alles nachzuverfolgen und alles festzuhalten, Ausschussverluste und Kosten zu reduzieren und zu wissen, wann Dinge ersetzt, repariert oder zurückgerufen werden müssen, zu erkennen, ob etwas neuwertig nicht mehr zu gebrauchen ist. Das denken wir, naja gut, was ist jetzt dabei? Das ist so, wie wir es beschreiben würden. Das Besondere daran ist, dass das Kevin Ashton 1999 gesagt hat. Und das ist ja schon ein bisschen her. Und zu dem Zeitpunkt war das absolut revolutionär, so etwas zu sagen. Und im Grunde genommen arbeiten wir immer noch daran. Deswegen sollte man den Zusammenhang auf jeden Fall mal kennen, so als Grundbaustein. Wie sieht das praktisch dann aus? Wir bewegen uns in einem digitalen Leben, wir gehen zur Arbeit, von der Arbeit gehen wir nach Hause, sind weiterhin vernetzt über unser Mobiltelefon. Wir gehen vielleicht raus, möchten ins Stadtzentrum, steigen in unser Auto, auch da verlassen wir die Vernetzung nicht durch die Future Mobility, wie es hier heißt. Dann sind wir irgendwo im Zentrum angekommen. Von der anderen Seite sehen wir also eine Fabrik, die wird entsprechend mit Energie versorgt, hier von nachhaltiger Energie von Windrädern. Dann haben wir ein Lager, das ist der Bereich der Industrie 4.0, den wir gerade besprochen haben. Und in der Mitte treffen wir uns dann, sind wir mit dem Auto angekommen und konsumieren irgendetwas, was dann per LKW in die Stadt gebracht wurde. Das Ganze ist also wie eine große Glocke, wir verlassen das Netz nie. Wir sind immer im Internet der Dinge und sind ein Teil davon. Das Ganze gesteuert und kontrolliert wird über Cyber Physical Systems, die dadurch gekennzeichnet sind, dass wir eine Verknüpfung von realen und also physischen und eben Cyber-Oberflächen haben. Also zum Beispiel kann man sich das vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Grundriss von Ihrer Wohnung als Zeichnung auf Ihrem Tablet und da sehen Sie genau, in welchem Raum die Heizung an ist, wo Licht an ist, wie viel Grad es in den einzelnen Räumen ist, wie die Luftfeuchtigkeit ist und so weiter und so fort, welche elektrischen Geräte betrieben werden. Eingebettete Systeme, Embedded Systems, sind Computersysteme, die aus Hardware und Software bestehen und die komplexe technische Umgebung eingebettet sind. Also das sind so die Begriffe, die man irgendwo kennen muss oder kennen sollte. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das habe ich aber irgendwo schon anders gelesen. Da kann ich nur zu sagen, ich auch. Ja, das liegt daran, dass der Begriff nicht geschützt ist. Es gehört niemandem. Es gibt keinen Herr Industrie 4.0, der es erfunden hat und der dann Begriffe definiert hat. Der Begriff gehört uns allen, das Internet of Things gehört uns allen und deswegen ist es sehr interpretationsfähig. Und wenn Sie sich Begriffe im Internet mal, wenn Sie das mal googeln, dann werden Sie feststellen, dass die Bandbreite sehr groß ist von dem, wie es interpretiert wird.
Ich habe jetzt mal als Arbeitsdefinition oder als Titel etwas rausgesucht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das packt so in einem kurzen Absatz eigentlich alle Begriffe rein. Technisch gesehen entsteht die Industrie 4.0 aus sogenannten cyberphysischen Systemen auf der Basis von eingebetteten Systemen, Embedded Systems, in einer Kommunikationsinfrastruktur des Internets der Dinge und der Dienste. Da haben wir mal alle Begriffe zusammengefahren. Alles mit abgedeckt. Und jetzt wollen wir noch einmal uns die Zahlen angucken, wie eigentlich die Entwicklung ist und warum wir uns letztendlich auch mit dem Thema beschäftigen. Wenn wir uns mal hier die 2003 bis 2020 angucken und die Weltbevölkerung hier mal, das Wachstum der Weltbevölkerung mal uns anschauen, dann sehen wir, es wächst und sagen wir mal sicherlich in absoluten Zahlen stark, aber im Rahmen, wenn wir das vergleichen mit der Anzahl der Connected Devices, wie es hier heißt, da haben wir Sprünge von mehreren Milliarden, also Milliarden, Verdopplung von 2010 auf 2015 und nochmal eine prognostizierte Verdopplung für 2020. Und hier irgendwo zwischen 2003 und 2010 haben wir den Break-Even erreicht. Wir hatten also mehr Connected Devices, als es Menschen gibt. Das liegt einfach daran, dass sicherlich jeder von Ihnen, wie wir alle auch, also mehrere Geräte zu Hause hat. Das einfach mal, um mal mit Zahlen zu hinterlegen, warum das so ein wichtiges Thema ist. Dann kommen wir zum Potenzial. Ja, also man sollte annehmen, wenn wir jetzt schon 5 Milliarden Geräte haben und dann 2020 50 Milliarden, da müsste eigentlich doch eine Menge Potenzial da sein. Die Frage ist, kann ich das Potenzial auch heben? Ja, also was brauche ich dafür? Und dann auch in Deutschland. Immerhin sind wir ja die Industrienation, sagen wir ja auch oft. Sind wir aber auch die digitale Nation. Ein paar Zahlen, nicht so viele, nur ein paar. Deutschland liegt bei der Internetkompetenz in Europa auf Rang 27 von 31 untersuchten Ländern. Das ist eine Untersuchung von Bitkom und Eurostat und die haben nicht gefragt, glauben Sie, dass Sie kompetent sind, digital, sondern die haben Aufgaben gestellt und haben geschaut, wie haben die einzelnen Nationen oder die Befragten aus den einzelnen Nationen diese Aufgaben bewältigt. Und da kam raus, gerade einmal 38% der Internetnutzer in Deutschland haben gute bis mittlere Kenntnisse. Das heißt, 62% haben weniger als mittlere, also schlechte Kenntnisse. Das sind nicht die besten Voraussetzungen, um eine digitale Revolution zu starten. In der Rangliste der schnellsten Internetverbindungen weltweit liegt Deutschland auf Rang 24. Jetzt haben wir 180 Staaten weltweit, dann ist ja gar nicht so schlecht. Ja, aber wer ist da vor uns? Direkt vor uns sind Länder wie Rumänien oder Ungarn. Noch weiter vorne sind Lettland, das weiß man, dass die digital sehr gut unterwegs sind, Tschechien, Finnland. Aber Deutschland ist dahinter. Ein schnelles Internet wäre vielleicht eine wichtige Voraussetzung für Industrie 4.0. In fast keinem anderen Land in der EU muss man so viel für mobiles Highspeed-Volumen zahlen wie in Deutschland. Ja, also bei uns ist es relativ teuer. Das kann natürlich auch Innovationshemmer sein. Ja. In Finnland bekommt man 50 mal mehr Datenvolumen, hat 50 mal so viel Datenvolumen pro Euro wie bei uns. In Frankreich, was nun wirklich nicht gerade so ein großer Digitalisierungstreiber ist, noch 20 mal so viel. Auch das ist natürlich nicht gerade hilfreich, wenn ich sage, ich möchte vorankommen bei der Digitalisierung. Ja, das ist auch eigentlich meine Lieblingszahl, vor allem wenn man mal im Ausland ist und weiß, bei uns heißt es ja WLAN, anderswo heißt es Wi-Fi. Deutschland hatte 2014 2 WLAN-Spots je 10.000 Einwohner, Südkorea 2 je 37. Also wenn Sie letztens in Amerika oder England sind, vor allem in London ist mir das aufgefallen, da haben Sie überall Wi-Fi und meistens ist es kostenfrei. Wenn das so ist dort, dann fallen Ihnen natürlich auch ganz andere Geschäftsmodelle ein als hier. Und letztlich, wir reden hier von Industrie 4.0, das ist übrigens ein Begriff, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich ihn für einen reinen Marketingbegriff halte, aber immerhin, selbst als Marketingbegriff, Mitte 2015 war der Begriff Industrie 4.0 noch 88% der Deutschen fremd. Wir reden nicht von 1995, wir reden von 2015. So, das sind so die Situationen hier in Deutschland. Und wenn man da mal so ein bisschen durch die Headlines flippt,
Wall Street Journal sagt, in der Bevölkerung herrscht digitaler Stillstand. Ob Breitbandnutzung, Datenbewusstsein, strukturelle Benachteiligung der Digitaldifferenz beim Thema Digitalisierung geht bei den Deutschen inzwischen unterm Strich nichts mehr voran. Frankfurter Allgemeine, Digitalisierung nicht mein Ding. Viele Arbeitnehmer haben keine Ahnung, was sich hinter den Begriffen Digitalisierung und Industrie 4.0 verbirgt. Die Welt sagt, was bei Deutschlands Digitalisierung schiefläuft. Zeit Online sagt, Deutschland verpasst den Anschluss. Tagesspiegel, wie die Regierung die Industrie 4.0 blockiert, also ist noch nicht mal verschlafen, sondern jetzt noch aktive Tat. Manager Magazin, die digitalen Dämmerer. Industrie 4.0, der große Selbstbetrug und. Also auch in den Medien, in der Presse wird das doch relativ kritisch auch gesehen. Auf der anderen Seite sagt man, dieses Thema Industrie 4.0, Internet der Dinge, Digitalisierung, das ist der wichtige Punkt, der an dem entschieden wird, wo Deutschland in der Zukunft stehen wird. Das heißt, unsere Zukunft wird heute entschieden. Das ist ein allgemeiner Spruch, aber es wird auch analytisch belegt, durch entsprechende Studien belegt. 15 Zukunftstechnologien entscheiden über Deutschlands Wohlstand, McKinsey-Studie, und alle diese Zukunftstechnologien haben irgendwie was mit Netzen zu tun. Frankfurter Allgemeine sagt, und das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, dass der in Deutschland viel zu kurz kommt, diese Diskussion, die Daten der Industrie werden zum Milliardengeschäft. Es geht nicht mehr nur um die Maschine, sondern auch um die Daten. Ganz wichtiger Punkt. Kommen wir nachher noch dazu. Auch solche Punkte. Die Welt sagt, so verändert Digitalisierung die Ausbildung. Wir haben vorhin schon gesagt, also ne, Selfies und Kassetten und weiß der Henker was. Also alles das sind Dinge, wo Digitalisierung massiv in unser tägliches Leben eingreift. Und natürlich auch in die Ausbildung. Und das betrifft uns ja hier in der Hochschule auch. Und finde ich ganz nett, in diesem Artikel gibt es ein Zitat von dem Trumpf-Ausbildungsleiter Schneider, der sagt, auch wenn die Ausbildung inhaltlich schon auf Industrie 4.0 umgestellt wurde, hilft es nichts, wenn der Ausbilder noch in Industrie 1.0 denkt. Also ich habe jetzt im Internet, kursiert gerade so ein Bild, es ist schon fast viral geworden, wir haben Industrie 4.0, Mitarbeiter 2.0 und Führungskräfte 1.0. Das ist ein bisschen hart, aber ich glaube, ja, ich meine, da müssen wir Professoren uns natürlich auch an die eigene Nase fassen. Ja? Kriegen wir das überhaupt noch hin, da zu unterrichten in diesem Umfeld? Und dann, wenn wir es tun, haben wir den Resonanzboden dafür bei den Unternehmen. Wofür bilden wir da eigentlich aus? Und ich glaube, das sind wichtige Fragen, weil jetzt werden da die Weichen gestellt. Und wir reden ja von 2025, das ist in 10 Jahren. Die müssen ja erstmal ausgebildet werden, die Leute, die das dann alles stemmen sollen. Ja, das ist die Untersuchung von McKinsey. Die haben 2015 eine Untersuchung gemacht und haben versucht herauszufinden, wie groß ist denn jetzt wirklich dieser Wert von diesen Technologien. Und kam auf die unglaubliche Zahl, wieder das Gleiche, in Amerika ist es ja immer eine Stufe weniger, 3,9 Billionen Minimum ist es so an Wirtschaftsleistung, was dahinter steht. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. 3,9 Billionen, das sind 3.900 Milliarden. Das sind 3,9 Millionen Millionen, also 3,9 Millionen mal eine Million. Dafür können Sie Griechenland ein paar Mal total sanieren und 80 Millionen Flüchtlinge hierher bringen. Ja? Und das hängt natürlich auch an einigen Hürden. Natürlich, klar, also Bedingungen, Erfolgsfaktoren, die dort eine Rolle spielen, Technologiekosten. Ist immer so. Also Sie haben, wenn Sie irgendwas haben, haben Sie irgendwie Technologiekosten. Allerdings glaube ich, das ist noch das kleinste Problem, weil das haben wir immer erlebt, wir werden später noch ein bisschen was von Moore's Law hören, aber die Kosten für Technologie sind immer runtergegangen, irgendwann, durch Erfahrungen, durch Skaleneffekte, was auch immer. Das ist wahrscheinlich das, was sich am einfachsten erfüllen lässt. Schwieriger ist schon das Zweite, Interoperabilität und Kompatibilität. McKinsey, die Berater sagen, ohne kompatible Schnittstellen kann ich 40% dieses Potenzials, dieser 3,9 Billionen, nicht realisieren. Wir brauchen offene Standards, sagen die auch. Also ich habe früher mal, zumindest so in, also auch in Teilen des Maschinenbaus gearbeitet, dass man da mal irgendwie offen über Standards spricht und dann auch sagt, ich gebe dir was, dafür gibst du mir was, das ist dann nicht so richtig verbreitet. Ja. In Amerika ist es, glaube ich, ein bisschen anders aktuell. Auch da
dazu kommen wir nochmal später. Drittens, Organisation und Kompetenzen, das hatten wir gerade schon, Ausbildung. Ich brauche auch Leute, die das auch können, die auch wirklich fit sind in diesen Dingen. Wo kriege ich die her? Wo baue ich diese Kompetenzen auf? Wichtiger Erfolgsfaktor. Wer soll das dann tatsächlich machen? Viertens, ich habe es mal zusammengefasst, also McKinsey erklärt das noch weiter auf, Privacy, Datenschutz, Datensicherheit. Ich brauche ein Vertrauen, wenn es um Daten geht, als Datenurheber, wie mit meinen Daten umgegangen wird. Wir haben in Deutschland noch nicht wirklich über das Thema Datenidentität gesprochen. Wir hören oft diesen Spruch, Daten sind das neue Öl, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Dann frage ich mich, warum lassen wir es dann zu, dass man uns die Claims stiehlt dafür? Also wir haben in Deutschland wahrscheinlich das härteste Datenschutzgesetz der Welt, was Unternehmen natürlich massiv einschränkt. Und gleichzeitig haben wir vor 2 Wochen Vorratsdatenspeicherungsgesetz durchgewinkt. Mal so, was so diese Datenidentität nicht so richtig berücksichtigt. Ja. Das ist ein Widerspruch. Ne? Auf der einen Seite habe ich den Staat, der alles darf und die Unternehmen nicht. Und auf der anderen Seite ausländische Unternehmen, da spielt es eine Rolle, wo der Server steht. Die dürfen dann wiederum mehr in Deutschland als die deutschen Unternehmen. Das ist nicht so ganz easy. Und auf der anderen Seite gefährdet natürlich das Vertrauen in diejenigen, die die Daten schöpfen, die Datenurheber. Wollen die wirklich, darum glaubt Unternehmer wirklich, meine Daten sind sicher, nach dem, was in den letzten Jahren so passiert ist? Das ist nicht gerade förderlich. Und ich glaube, da muss auch dringend was passieren. Aber das ist eine andere Sache. Und fünftens, das hängt damit zusammen, politische Weichenstellung. Da geht es natürlich auch um Daten, aber so ganz banale Dinge. Also Sie kennen all das Google selbstfahrende Auto. Das muss ja auch eine gesellschaftliche Bereitschaft sein, zumal in Deutschland, dass da auf einmal Autos fahren, oder vielleicht nur noch Autos fahren, die nicht mehr selber gefahren werden können. Also ob das mit dem deutschen Geist vereinbar ist, da habe ich so meine Zweifel. Ja. Aber auch so andere Fragen wie Google Glass. Sie kennen diese Datenbrillen und ich sehe ja da nicht nur denjenigen, der vor mir steht, durch die Brille, sondern eben noch erweiterte Informationen, Augmented Reality ist das Stichwort. Und dann sehe ich halt, ich kenne den zwar nicht, aber okay, das ist der, das ist sein Facebook-Profil oder ihr Facebook-Profil und das sind ihre Hobbys und das interessiert sie. Kann ich wunderbar Smalltalk machen oder mit ihr flirten, ja? Aber will das die andere auch, ja? Das sind Dinge, über die muss man sich mal Gedanken machen. In Amerika gab es ja schon Leute, die aus den Bars rausgeflogen sind, weil sie Google Glass getragen haben. Auch da muss ich eigentlich irgendwie auch so einen gesellschaftlichen Konsens herbeiführen. Ja, worin liegt das Potenzial? Weltweit werden weniger als 1% der Daten genutzt, die bisher so anfallen. Vor allem das, was wir eben eh schon hatten, was eigentlich ja, wie wir gerade gesehen haben, eher so die dritte Stufe ist im Bereich Automatisierung und Steuerung. 99% liegen da noch brach. Für B2B doppelt so hohes Potenzial wie für B2C, das ist nachvollziehbar. Wir reden hier von Industrie, wir reden hier von Maschinen, die Digitalisierung in anderen Bereichen und auch die Datenerhebung ist ja schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Und dann ist auch irgendwie logisch, das finde ich die 60% fast ein bisschen niedrig, dass 60% der Potenzial auf die Industrieländer entfällt. Klar, weil da stehen die Maschinen. Ist interessant, weil ich meine, wir haben ja aktuell so viele Krisen, dass wir schon gar nicht mehr so an so Dinge wie Globalisierung und sowas denken. Aber das war ja eigentlich mal der Wettbewerb der Industrienationen mit den Schwellenländern, weil die günstiger produzieren konnten. Und dann komme ich auf der günstigen Seite nicht mehr mit. Also wenn ich erfolgreich sein möchte, dann muss ich irgendwie Qualität haben. Industrie 4.0, Internet der Dinge, ist Qualität. Und da habe ich dann natürlich auch echte Chancen. Dann logischerweise auch das Potenzial größer. Ja, was heißt denn jetzt Potenzial eigentlich? Also es gibt zwei. Und ich glaube, dass wir in Deutschland hauptsächlich auf das hier gucken. Und ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz. Nämlich wir sagen, das ist noch so die Automatisierungsdenke. Also wir sagen in Deutschland, gerade so, es gäbe, wie es ein Silicon Valley in den USA gibt, gibt es in Deutschland ein Automatisierungsvalley, was so hier in Bayern und Baden-Württemberg liegt. Und da sagen viele, ja, also dieses Potenzial, was wir jetzt haben, das liegt vor allem in der Optimierung bestehender Geschäftsprozesse durch Transformation. Also, dass wir Verfahren optimieren, dass wir da schneller werden, dass wir effizienter werden. Ich glaube, es gibt dann noch ein zweites und das ist meiner Meinung nach fast das Wichtige, das ist eher die Kostenseite. Bei der Kostenseite gibt es natürlich auch noch eine Umsatzseite, nämlich Ermöglichung neuer Geschäftsmodelle. Können wir denn wirklich was ganz Neues draus machen? Und das ist so ein bisschen das Thema, mein aktuelles Herzensthema, die sogenannte Plattformökonomie. Hat jemand schon was davon gehört? Plattformökonomie? Kurz Hand hoch.
Nein? Umso besser. Da geht es um Daten. Ich gehe nicht auf alle Daten ein, aber es entstehen ja in diesem Prozess unheimlich viele Daten. Daten am Produkt, also zum Beispiel Logfiles, da wird irgendwie eine Maschine wird irgendwie genutzt, da passiert irgendwas. Ich weiß dann, wie wird die genutzt, von wem wird sie genutzt, wo wird sie genutzt, wann wird sie genutzt, wofür wird sie genutzt. Das sind unheimlich viele Daten und daraus kann ich tolle Sachen machen. Angefangen bei der Kapazitätsplanung, Fehleranalyse, Fehlerbehebung. Ich kann sowas nutzen für Fernwartung. Ich kann sowas natürlich nutzen für meine Entwicklungsabteilung. Ich kriege auf einmal wieder Informationen zurück und sehe, okay, die Leute haben das so und so genutzt, das wäre doch eine Idee, dann das und das Produkt noch dazu anzubieten. Ich kann komplementäre Services anbieten, die noch irgendwie dazu passen. Im Vertrieb und Marketing fangen natürlich auch viele Daten an, schon viel länger auch. Ja. Also ich weiß ja, ich habe sogenannte Bewegungsdaten, also wer hat sich was angeguckt. Und vielleicht habe ich Registrierungsdaten, dann weiß ich auch noch, wer es ist. Und Sie kennen das alle, wenn Sie mal den Fehler gemacht haben, bei Zalando sich Schuhe anzugucken und sie dann nicht zu kaufen. Dann werden Sie verfolgt bis zum St. Nimmerleinstag von diesen Informationen. Und solche Informationen kann man natürlich auch noch in jeder Ecke sammeln. Es gibt Konfiguratoren, wie beim Auto. Ich konfiguriere mein Auto an eine Maschine. Dann kann ich, wenn ich diese Daten habe, wieder tolle neue Angebote machen oder bestimmte Massenproduktionen anstoßen, weil ich dann weiß, das ist das, was die Leute wollen, weil so haben sie es nämlich vorher konfiguriert. Und letztlich kann ich das in jeder Form im digitalen Marketing verwenden, wie ich das jetzt auch schon tue, im B2B-Bereich, Stichwort Lead Generation oder Programmatic Advertising. Kann das in meine Angebotspolitik einfallen lassen. Ich kann Reputation Management machen, das ist ja alles nichts Neues, das gibt es alles schon. Logistik, auch interessant. Ne? Ich kann, auch das gibt es ja schon, ich kann Produkte von der Produktion bis zum Konsum tracken lassen. Sie kennen das, ich glaube, bei Klamotten, also bei Kleidung gibt es das relativ häufig, dass da ein kleiner Chip drin ist und dann weiß ich, das geht aus der Fabrik raus, dann geht es dahin, dann geht es in den Laden rein und dann kann ich das überall hin tracken. Und warum soll dieses Tracking eigentlich aufhören, wenn ich den Pullover dann trage? Das sind auch interessante Bewegungsdaten, ne, in Zukunft. Dann weiß ich, wo ist jemand und kann ihm dann vielleicht nochmal gezielte Angebote machen. So wie bei Zalando, nur in der echten Welt, im Internet der Dinge. Wir sprechen hier von First- und Second-Party-Data. Und das Interessante ist, wenn ich dann noch dritte Daten dazu kaufe, und das passiert schon, da entsteht gerade eine Industrie dabei, die diese Daten dann noch veredelt mit anderen Daten, die man irgendwo geholt hat, dann können Sie daraus mal richtig so diesen gläsernen Konsumenten machen. Aber nicht nur das, auch die gläserne Maschine, die gläserne Logistik oder was auch immer. Die große Frage lautet, wenn die Daten so wichtig sind, wem gehören die eigentlich? Also jetzt baue ich vielleicht eine Industriemaschine und dann habe ich dort einen Sensor drin, so einen Chip und dann wird die verkauft und da wird mitgearbeitet und jetzt wird solche Daten gesammelt, wer die Maschine nutzt. Wem gehören die Daten? Demjenigen, der die Maschine gebaut hat? Derjenige, der den Chip produziert hat? Oder der damit arbeitet? Das ist auch noch nicht so richtig geklärt. Ja. Überlegen Sie sich, es gibt ja auch schon Chips im medizinischen Umfeld, dass Sie einen Chip implantiert kriegen und der misst dann Ihre Pulsfrequenz. Wem gehören diese Daten? Dem Krankenhaus? Dem operierenden Arzt? Dem Sensorhersteller? Etwa Ihnen? Oder der Krankenversicherung? Also Daten sind extrem wichtig und das führt zu Plattformökonomie. Und das wird meiner Meinung nach, und das tut es eigentlich schon, beziehungsweise hat es in der Vergangenheit schon, so diese ökonomische Logik ein Stück weit auf den Kopf stellen. Wir haben Unternehmen wie Uber, Sie kennen Uber, ne? Das ist dieses Taxiunternehmen, in Deutschland nicht zugelassen, weil die alte Taxibranche dagegen war bisher, aber Uber ist es schon gewohnt. Was machen die? Die vermitteln Leute, die ein Auto haben und Transportdienste anbieten möchten, mit Leuten oder an Leute, die solche Dienste wahrnehmen möchten. Booking macht das gleich mit Hotels, Airbnb, mit Couchsurfing, Amazon, klar, weiß auch jeder, Google hat Informationen und Zugang zu Informationen, ebenso wie Facebook. Was die alle auszeichnet ist, dass sie eigentlich keine Hard Assets haben. Uber ist ein Taxiunternehmen ohne Taxis. Booking hat vermittelt Hotelzimmer, ohne selber Hotels zu besitzen. Und so weiter und so fort. Google produziert keine Informationen. Wenn man mal so zurückdenkt, 1994 oder sagen wir 1985, hätten Sie sich vorstellen können, dass mal so ein Geschäftsmodell von Google funktioniert, dass es da jemanden gibt, der uns hilft, Informationen zu finden?
An der Hochschule macht es, hat es ein Hiwi gemacht. Jetzt ist es ein Milliarden-Dollar-Unternehmen. Das heißt, das sind Unternehmen, die sind auf einmal Intermediäre geworden, also zwischen irgendwas. Entweder haben sie jemand anders ersetzt oder sie haben was komplett Neues geschafft. Reintermediation oder Transintermediation, sagt man dazu. Und auf einmal haben die sich da eingenistet und partizipieren an dieser Wertschöpfungskette. Und das von der Marge her nicht zu knapp. Und zwar letztlich auf Kosten von denen, die früher die Betriebsmittel hatten. Produktionsmittel heißt im Marxismus auch. Ja? Wer die Produktionsmittel hat, der Kapitalist. Auf einmal sind die gar nicht mehr so wichtig, weil die haben die Plattform und die kommen an die hier nur über diese Mittel. Die stehen dazwischen. Und was machen die? Trans- und Reintermediation, sie sind Gatekeeper, sie machen das Tor auf und zu und das können sie sein, weil sie die Daten haben, sie bündeln diese Daten, sie verschaffen Zugang, sie haben die Kundenbeziehung und sie sind vernetzt. Und sie haben Netzeffekte, dazu komme ich gleich noch. Also wenn ich das für Informationen habe, wenn ich das für Medien habe, für Handelsware habe, für Zimmer, für Transportmittel und Auto, ist die Frage, wie ist das denn eigentlich mit Maschinen? Gibt es dann da auch irgendwann so einen Gatekeeper? Also so ein Amazon für Maschinen oder so ein Uber für Maschinen? Und dann ist die Frage, wenn es das gibt, wo wird es sein? Wo wird es seinen Sitz haben? In Hof? In München? In Berlin? Oder in Palo Alto. Und was die haben, ist nichts Festes, sind alles nur Soft Assets. Und ich glaube, das ist relativ spannend und das ist noch nicht so genau beobachtet worden, auch von der deutschen Industrie, beziehungsweise vielleicht auch bestritten worden. Und das wird mit dem Internet der Dinge möglich werden. Einer, der diese Plattformökonomie wirklich eigentlich geprägt hat, ist Marshall von Ortstein. Er hat gesagt, most companies compete by adding new features to products. They haven't been in the business of thinking of how to add new communities and network effects. Also wir denken immer nur dran, was kann ich dem Produkt noch Gutes tun, welche Features kann ich da noch dran tun, welche Eigenschaften braucht es noch. Aber ich denke nicht so sehr darüber nach, was sind eigentlich die Netze und die Communities dahinter. Welche Netzeffekte habe ich dort eigentlich? Netzeffekt muss man vielleicht kurz erklären. Kleiner Sprung in die, praktisch immer so die erste Vorlesungsstunde, wenn ich irgendwie digitales Marketing lese. Was ist ein Netz? Also ein Netz ist, wird durch Akteure gebildet, die denselben Standard verwenden. Was ist ein Standard? Wenn der Kollege und ich, wir haben beide das Laptop von der gleichen Marke, wenn ich mein Kabel vergesse, dann kann ich mir eins von ihm leihen und ich kann es bei mir einstöpseln und es wieder aufladen. Ne? Das ist ein Standard, das kennen wir. Am einfachsten kann man Standard daran erklären, bei einer gemeinsamen Sprache. Wir alle haben einen Standard, weil sie sprechen alle Deutsch. Ich spreche Deutsch, sie sprechen Deutsch und deswegen verstehen sie mich. So, und wenn ich jetzt rational vorgehen würde bei einer Sprache, dann würde ich sagen, okay, jetzt spreche ich Deutsch. Welche andere Sprache könnte ich denn noch lernen, die Sinn macht? Und dann würde ich sagen, naja, wahrscheinlich die, rational, die von den meisten Menschen gesprochen wird, also mit der ich mich mit den meisten Menschen unterhalten kann. So, und das wäre dann vielleicht Chinesisch, Mandarin oder die Weltsprache Englisch. Also lerne ich Englisch und ich lerne Englisch, weil es viele Leute sprechen. Also habe ich einen Vorteil, weil Englisch zu lernen. Umgekehrt ist es aber auch so, diejenigen, die schon Englisch können, die profitieren ja auch davon, wenn ich Englisch lerne, weil da gibt es ja einen mehr, mit dem sie auf Englisch sprechen können. Das nennt man einen positiven externen Netzeffekt. Ja? Also das sind Netzeffekte. Der eine tut was und der andere wird davon beeinflusst, in der Regel positiv. Dazu muss man noch einen anderen Punkt erklären, wie wird jetzt so ein Netz eigentlich groß, weil je größer das Netz ist, umso besser ist es ja für alle. Und da hat man immer ein Problem, das hat mit Pinguinen zu tun. Der Pinguin-Effekt, den muss man kurz erklären. Also Sie kennen das Bild, die Pinguine drängeln sich alle auf der Eisscholle. So, ja. Stehen da und wissen, da unten sind die Fische. Und die wollen gerne die Fische fressen. Und jetzt könnten sie da reinspringen, das tun sie aber nicht, weil da unten könnte ja ein Schwertwal lauern. Und Schwertwale lieben Pinguine zum Fressen. So, und die Orcas, Schwertwale sind relativ clever, die zeigen sich natürlich erstmal nicht den Pinguinen. Die hocken da unten irgendwo und die Pinguine sehen sie nicht und wissen aber, die könnten irgendwo sein. So, und deswegen sagt der Pinguin, ich springe nicht. Und dann
sagt der neben ihm, ich auch nicht. Springt also keiner. Die haben aber echt Hunger und das wird immer enger auf dieser Eisscholle. Und irgendwann gibt es ja immer, der ist mutig. Ne? Der sagt, ist mir wurscht, ich springe da jetzt rein, ich habe Hunger. Springt rein, Pinguine gucken, ja, kommt wieder hoch. Könnte dafür sprechen, dass da unten kein Orca ist. Andererseits sind die ja sehr intelligent und die können sich auch denken, die kennen das Spielchen ja schon und sagen, okay, ich warte, bis 3-4 reinspringen und dann schlage ich zu. Also, ja, 3-4 sind mutiger, ach, der erste ist wieder hochgekommen, da wird schon nichts schief gehen, springen rein. Und erst dann kommen die anderen und sagen, ja gut, dann können wir ja auch. Ne? Und dann gehen sie alle rein. Was hat das mit Netzwerken zu tun? Bei Netzwerken funktioniert es genauso. Sie brauchen immer eine kritische Masse, damit die funktionieren. Denken Sie zum Beispiel an das Telefonnetz. Das arme Schwein mit dem ersten Telefon. Was hat der gemacht? Ja? Und wir reden hier in der Zeit vor Smartphone. Also das ist relativ wichtig. Auswirkungen. Netzeffekte legen für Akteure der Plattformökonomie Wachstumsstrategien nahe. Das heißt, ich muss möglichst groß werden, damit ich möglichst schnell Standard werde. Standardisierung führt zur Marktsicherheit. Also wenn ich weiß, lerne ich jetzt Englisch oder Mandarin, ach, Englisch wird die Weltsprache, dann brauche ich mich um Mandarin ja nicht mehr zu kümmern, dann lerne ich Englisch. Blöd ist es nur, wenn ich Mandarin lerne und dann wird Englisch die Weltsprache, dann habe ich ja das Falsche gelernt. Der Markt, das ist Marktunsicherheit. Ja? Ich bin mir nicht sicher, mache ich jetzt das Richtige? Ich möchte aber das Richtige machen, deswegen ist mir eigentlich an Marktsicherheit gelegen. Also ich will immer auf das richtige Netzwerk setzen. Und das bedeutet, und das ist das Perverse und das ist der große Unterschied zur Marktwirtschaft, wie wir sie normalerweise eigentlich kennen und unterrichten. Eigentlich heißt es, wir Nachfrager haben eigentlich Interesse am Wettbewerb der Anbieter. Möglichst viele Anbieter, dann sinkt der Preis und so weiter. So erklärt es die ökonomische Theorie. Bei Netzwerken ist das ein bisschen anders. Weil ich ja davon profitiere, dass alle den gleichen Standard haben, will ich selber als Nachfrager, dass es ein Anbietermonopol gibt. Weil dann ist es für mich ja am einfachsten. Beispiel Facebook. Google Plus? Irgendjemand bei Google Plus? Irgendjemand bei Facebook? Warum sind sie nicht bei Google Plus? Ist das viel bessere Netzwerk, finde ich. Warum sie nicht da sind? Ja, weil es nichts bringt. Ist ja sonst keiner da. Sie kennen dort kein Schwein. Das ist der Standard. Facebook ist einfach zumindest der bessere, weil einfach mehr dort sind. Dort kennen sie die meisten Leute. Und insofern ist das relativ fatal, weil wir auf einmal auch ein Interesse an Monopolisierung haben. Wieso kaufen wir alle bei Amazon ein? Weil es so einfach ist. Und das Schöne ist dann, dass diese Anbieter, wenn sie das mal schaffen, irgendwann machen sie den Sack zu, das nennt man Login-Effekt. Das heißt, sie sagen, okay, das ist jetzt so super, jetzt kommst du nicht mehr raus, weil ich habe ja alles. Ich brauche mich gar nicht mehr so anstrengen, so wie Facebook. Es sind ja alle da, die Vernetzung ist ja da. Ich möchte gar nicht rüberwechseln, weil es mir viel zu aufwendig, alle meine Freunde auch mit mir rüberzuziehen. So, Plattformökonomie. Wer das wirklich sehr gut lebt, und zwar nicht in der digitalen Welt, nicht nur, ist Tesla. Kennen Sie, ne? Dieser Automobilhersteller aus Kalifornien, E-Auto, Elektroauto. Die haben zum Beispiel schon mal das Plattformprinzip Reintermediation radikal durchgesetzt. Es gibt keine Zwischenhändler. Plattformtechnologie haben sie auch. Ich brauche keine Werkstattbesuche mehr. Wir haben vorhin gesprochen über Google Car, selbstfahrendes Auto. Tesla hat letzte oder vorletzte Woche das auch eingeführt. Sie können, der Tesla fährt jetzt auch von alleine. Es ist aber nicht so, dass sie jetzt mit dem Tesla, mit dem bestehenden Modell, in die Werkstatt mussten, sondern das haben die einfach per Update gelöst. Sie haben sich das runtergeladen, wie beim Handy. Sie haben Netzwerkassets, sie haben diese Supercharger, das sind diese Elektrotankstellen, überall in ganz Amerika verteilt. Das ist ein echtes Netz. Und vor einigen Monaten haben sie angefangen zu sagen, okay, wir produzieren zwar Autos, aber wisst ihr was? Wir sind ja nicht so, wir sind ja gut. Hier sind unsere Patente, ihr könnt sie frei benutzen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Stellen Sie sich das mal vor bei Porsche oder BMW. Undenkbar. Und warum machen die das? Weil das Auto gar nicht mehr das entscheidende Produkt ist, der Hard Asset. Sondern sie machen das, weil sie sagen, okay, unsere Patente heißt, irgendjemand muss ja diese Dinger produzieren und dann müssen die ja irgendwo tanken. Und je mehr Leute E-Autos nutzen, umso eher werden unsere Tankstellen genutzt. Also haben wir ein Interesse daran, dass alle Leute Elektroautos nutzen. Ist doch super. Also hier, kommt, macht, hier, ich schenke es euch. Das ist ein super Geschäftsmodell, das ist Plattformökonomie.
Ob es erfolgreich ist, werden wir sehen. Also wenn man so die deutschen Autobauer sieht, die sind ja, finde ich manchmal ein kleines bisschen zu sehr arrogant. Klar, das ist relativ klein im Vergleich, aber Hochmut kommt bekanntermaßen vor dem Fall. Und natürlich ist auch Amazon schon wieder da. Letzte Woche, Amazon macht ja alles Mögliche. Sie können Serverkapazitäten mieten, sie können alles Mögliche machen. Die haben jetzt auch einen Amazon Web Service, Internet of Things. Auch den können sie schon nutzen. Da ist schon Amazon wieder die Plattform. In Amerika, Industrie 4.0, gibt es das sogenannte Industrial Internet Consortium. Das sind die alle zusammen. Und die deutsche Industrie sagt, naja, das ist so ein Marketingverein, da will die amerikanische Industrie sich ein bisschen wichtig machen, da geht es um Digitalisierung, aber letztlich so richtig leisten. Ja. Tatsache ist, die haben relativ viel erreicht, was so offene Standards betrifft, von denen haben wir ja vorhin gesprochen. Und in Deutschland, gut, das ist ein bisschen harsche Überschrift, mittlerweile hat sich es, glaube ich, wieder ein bisschen normalisiert, Plattformindustrie 4.0 vor dem Aus, Deutschland hat die erste Halbzeit verloren. Da einigen wir uns nicht auf diese Standards. Und das könnte ein Problem sein. Ich meine, wir sind die Industrienation, wir haben eine Menge zu verlieren. Aber es gibt auch gute Beispiele. Ich möchte nicht nur den Teufel an die Wand malen. Trumpf aus Ditzingen bei Stuttgart. Die sagen, wir überlegen uns, mach vielleicht einen App Store für Industriesoftware Sinn. So ein B2B Apple Store oder sowas, ja. Und die sagen, okay, es gibt so bestimmte Schachtelwerkzeuge zur optimalen Anordnung von Teilen auf einer Blechtafel. Wir bieten solche Programme an, aber wir könnten uns vorstellen, dass ein Marktplatz solcher Programme zu deutschen Kundenvorteilen führt. Auch das ist Plattformökonomie, nichts anderes. Also auch in Deutschland gibt es diese Überlegungen. Okay, Plattformökonomie ist wie gesagt nur ein Part. Ja, das ist so mehr so, ich hatte vorhin gesagt, das eine sind die Verfahren, die Prozesse und das andere sind so die Geschäftsmodelle. Aber meiner Meinung nach ein relativ wichtiger. Nichtsdestotrotz gibt es ja noch ganz viele andere Beispiele. Und wir haben ja auch diese Vorlesung so ein bisschen gegliedert in einzelne Bereiche, die uns so aufgefallen sind. Und jetzt zum Schluss, das wird noch ein Weilchen dauern, werden wir darauf noch ein bisschen eingehen, was es da noch so für Dinge gibt. Bitteschön. Die Vorlesungsreise umfasst ja mehrere, also insgesamt 8 Vorträge. Einer davon, Digitalisierung des Alltags, macht unser Kollege René Peinel am Mittwoch, den 28.10. im Rehau Audimax der Hochschule Hof, also bei uns hier. Digitalisierung des Alltags, klassisches Beispiel, was immer herangeführt wird, ist der Kühlschrank. Es wäre doch schön, wenn er uns das komplette Einkaufen abnehmen würde. Wenn wir sagen würden, er gibt uns Rezeptvorschläge, also er gibt uns eine Einkaufsliste oder Rezeptvorschläge auf Basis des Inhaltes unter Berücksichtigung der Verfalldaten. Es wäre doch schön, wenn wir Wahleinkaufsprogramme hätten oder vielleicht der Kühlschrank selbst für uns einkaufen würde und gleich irgendwo mal irgendeine Woche vegan oder eine oberfränkische Woche einschieben würde, wenn wir das eingeben. Und wir unsere Lebensmittel dann einfach nicht mehr kaufen müssten, sondern dass die direkt über irgendeinen Forwarder angeliefert werden, über DHL oder irgendwas Ähnliches. Das wäre so ein Einsatzbereich im Alltag. Es gibt schon Systeme oder Kühlschränke, die beispielsweise, wenn man die Tür aufmacht, automatisch ein Foto machen und das per Wi-Fi auf unser Smartphone spielen. Das hat den Vorteil, jedes Mal, wenn ich in der Küche bin und mache den Schrank auf, habe ich immer einen aktualisierten Stand. Und wenn ich dann einkaufen gehe, dann stehe ich nicht da wie sonst immer. Was habe ich denn jetzt eigentlich noch im Kühlschrank? Dann gucke ich drauf, letzter Stand war heute Morgen, als ich gefrühstückt habe, also passt. Was man natürlich nicht machen darf, dann die Sachen verpacken in Plastikdosen eines US-amerikanischen Herstellers beispielsweise, dann nützt uns das nicht viel. Und man muss natürlich eine gewisse Disziplin haben beim Kühlschrank einräumen. Also nicht wie bei der Waschmaschine und zu, sondern man muss irgendwo das in irgendeiner Disziplin, muss sich irgendein System überlegen, die Kamera dann auch erfasst. Andere Möglichkeit ist, es gibt einen anderen Hersteller, der überspielt uns den Inhalt auf unser auf Evernote. Das ist ein digitales Notizbuch unter anderem, also ist deutlich leistungsfähiger, aber unter anderem hat es auch eine Notizbuchfunktion. Der Nachteil ist, wir müssen aber immer noch zu Fuß, also per Hand in dem Fall, eingeben, was wir denn jetzt genau haben und das Verfallsdatum und so weiter. Und das ist ein bisschen lästig. Wer will das schon machen? Also eine vierköpfige Familie, dann können die sich erstmal Nachmittag damit beschäftigen. Anderes Thema, Stadtführung.
angenommen, ich habe einen Termin bei BMW in Regensburg, der wird verschoben, weil das Management kann nicht, ist was dazwischen gekommen, 3 Stunden habe ich Zeit, gehe irgendwo in die Stadt, stehe am Heidplatz in Regensburg und denke, Mensch, ist doch schön, jetzt hast du die 3 Stunden, hast gar nicht mit gerechnet, dass du jetzt Zeit haben würdest, was machen wir denn jetzt? Gehe ich auf die Regensburger Internetseite und stelle dann fest, es gibt eine App, die ich mir runterladen kann. Dann mache ich das, so sieht das aus, die Fotos sind nicht sehr schön, habe es vom Tablet fotografiert, 3,49 Euro und die App ist installiert. Dann gucke ich mir den Film über den Heidplatz an, dass ich dann weiß, was mit dem Heidplatz auf sich hat und überlege und buche mir eine Stadtführung hier für 2 Stunden 20, 3 Stunden habe ich Zeit. Dann gehe ich vielleicht, wenn man es weiterentwickelt, gehe dann durch die Stadt und irgendwann sagt mein Smartphone, es ist 12 Uhr, Mittagessen. Dann kann ich eingeben, ob ich vielleicht griechisch, bayerisch oder indisch essen möchte und gleichzeitig werden alle Restaurants, die in der Nähe sind, werden mir angezeigt und vielleicht Menükarten aufs Mobiltelefon gespielt. Das wäre auch so eine Anwendung, die der Kollege vielleicht oder in ähnlicher Form mit Ihnen bespricht. Aber auch die Digitalisierung, in Anführungsstrichen, hat auch Einzug gehalten in Bereichen, wo man vielleicht erstmal nicht so mit rechnet. Das ist, glaube ich, so das, wie wir uns alle einen Jäger vorstellen, also schön im Grün mit Hund und Stock und so weiter, klassisch. Aber wir bekommen Hilfe. Sie wissen, dass Wildschweinjagd ein Riesenproblem ist. Und wir haben Reproduktionsraten von 400% beim Wildschwein und die gehen gerne in die Maisfelder rein. Die Maisfelder haben ein paar Nachteile. Erstmal, man sieht nicht, was drin ist, weil das Mais so hoch ist. Und im Mais innen drin sind teilweise Fußballfeldgroße Bereiche abgefressen. So, jetzt muss man irgendwo die Jäger beisammen kriegen. Und damit man die nicht umsonst holt, lässt man irgendeine Drohne drüber fliegen und die scannt dann mal durch, ob jetzt irgendwie Wildschweine da drin sind. Jetzt sehe ich schon so ein paar Gesichter, die sagen auch die armen Tiere. Aber keine Sorge, es gibt auch eine andere Anwendung und zwar zur Kidsrettung. Beispielsweise, damit jetzt wieder mal die Emotionen sich abkühlen, beispielsweise im Frühjahr setzen die Geißen, die Kitzen in die Wiese und das Gras ist relativ hoch und dann wird es irgendwann geerntet, das Gras. Also der Bauer kommt mit dem Mähdrescher und der erwischt dann regelmäßig immer die Kitze. So, und jetzt lasse ich vorher die Drohne drüber fliegen und zwar diesmal mit einer Infrarotkamera und sehe dann sofort, wo die warmen Spots sind und kann die Kitze dann rausholen. So, jetzt gucken schon einige viel gnädiger. Anderer Bereich, Sautell, meine Sau ruft mich an, ist der Werbespruch des Herstellers. Jetzt wird einer sagen, naja, also das Telefon, also so richtig ganz modern ist das nicht mehr. Aber das ist nicht das Telefon, um das geht, sondern die werden gebraucht bei eBay gekauft, weil die einfach mit Bewegungssensoren ausgerüstet werden und in eine Maistonne geschmissen. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt ein iPhone 6. Und sobald das Wildschwein kommt und die Tonne berührt, kriegt man eine SMS auf sein Handy und sagt, okay, an dieser Tonne ist gerade die Sau. Nachts um 3 oder so zieht man sich an, geht hin, kommt zurück. Mit der Sau auf der Schulter hat man auch immer ein Gesprächsthema mit der Ehefrau zum Frühstück. Ein Bereich, rechtliche Herausforderungen. Von der Kollegin Beatrice Weber. Am 11.11., also Karnevalsbeginn, Pappnase nicht vergessen. Rechtliche Herausforderungen der Industrie 4.0. Ganz kurz. Die Bitkom hat eine Umfrage gemacht. 89% der befragten Unternehmen sehen juristische Fragestellungen bei der Verwendung der Daten als wesentliche Herausforderung. Wieso ist das so? Wir wissen, dass Daten grundsätzlich geschützt sind und dass man personenbezogene Daten nicht verwenden darf. Aber wenn wir jetzt im großen Stil Daten sammeln, wie stellen wir sicher, dass es nicht durch eine Verknüpfung der Daten möglich ist, doch noch wieder Rückschlüsse zu ziehen auf die Personen. Ein Problem. Reaktion in Echtzeit. Was wir wollen in der automatisierten Fertigung im Bereich unserer Industrie 4.0 ist, dass der Mensch einfach nicht mehr einen Plausi-Check, wie man so auf Neudeutsch sagt, machen muss, um zu überprüfen, ob die Korrektur, die jetzt durchgeführt wird, auch richtig ist und Sinn macht. Wenn wir aber eine automatische Korrektur haben und die ist nicht im Sinne des derjenigen, die das Produkt hinterher haben möchten, wer trägt die Verantwortung? Reaktion in Echtzeit. Integration von Mensch und Maschine. Kollege Wagner hat es vorhin schon angesprochen. Das ist zwar sehr schön, wenn ich Fehler auslesen will, wenn ich beispielsweise einen BMW 7er montiere, dann weiß ich, wer immer den halbvollen Kaffeebecher auf dem Dashboard stehen lässt.
Aber letztendlich gesehen haben wir auch die gläsernen Mitarbeiter. Ich kann also wirklich eine totale Überwachung des Mitarbeiters entsprechend durchführen, wenn ich das denn möchte. Das und ähnliche Themen. Sie hat gesagt, sie will mit Ihnen sprechen über Datenvermeidung versus Datenanalyse, Datensparsamkeit versus große Datenmengen, kein Personenbezug versus persönlich zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen und anlassbezogene Erhebung versus Sensordaten Mensch-Maschine. Ja, dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema, mein Steckenpferd. Am 18.11. werde ich hier nochmal in die Bütt steigen und was zu Cyborgs erzählen. Ich habe das schon mal gemacht im letzten Jahr hier anlässlich eines Alumni-Vortrages, bin mich gezwungen, weil das Thema mich einfach sehr interessiert und dann muss man sich hin und wieder mal zwingen, irgendwo einen Vortrag zu halten, damit man mal so seine Sachen zusammenbringt. Und seit in diesem Jahr ist unheimlich viel passiert. Und auf dieses Thema möchte ich nochmal eingehen und deswegen, es funktioniert leider im Englischen gar nicht, vom Cyborg zum Cyborg, das spricht man beides mal gleich aus, also vom Kyborg zum Psyborg, dass ja auch der Mensch inzwischen digitalisiert wird. Und ich habe vorhin schon ein Beispiel genannt mit den Chips und das macht aber vor irgendwelchen Extremitäten nicht halt, sondern wir sind mittlerweile da auch tatsächlich das Bewusstsein und auch Gedanken, das Gehirn auch zu digitalisieren. Das ist auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite einigermaßen gruselig. Was ist ein Cyborg? Ein Cyborg ist ein Organismus, eine Mischung aus Mensch und Maschine. Es ist kein Roboter, ganz wichtige Unterscheidung. Es ist immer was Menschliches dabei. Und manche sagen, man ist schon Cyborg, wenn man ja, solche Wearables trägt, also diese Datenbrillen oder eine Smartwatch, mit der man auch schon gewisse Dinge messen kann, als zum Beispiel die Pulsfunktion oder Ähnliches. Und mit diesen Kontaktlinsen kann man zum Beispiel den Blutzuckerspiegel messen. Ja, ist man dann schon Cyborg? Verschmilzt man dann schon? Oder muss es eigentlich in einem drin sein? Ja? So, ja. Auch sowas gibt es. Man muss nicht immer so klobig sein. Man nennt diese Leute Biohacker, Grinder, die tatsächlich sich Geräte implantieren. Er ja zum Beispiel wollte einfach mal seinen Blutdruck twittern und wollte das nicht selber machen, hat es dann eben in so ein Implantat gemacht. Und da gibt es sehr viele Anwendungen. Also in Schweden gibt es aktuell eine Firma, die bietet ihren Mitarbeitern an, dass man sich Chips in die Hand implantieren lassen kann, um dann einfacher den Kopierer ein- und auszuschalten oder die Eingangskontrolle zu machen. Werde ich da am 18.11. auch noch was dazu zeigen. Oder dass man sagt, ich starte mein Motorrad damit oder mein Handy kann ich dann individuell öffnen. Oder es gibt Leute, die sagen, okay, ich möchte hier vorne in meine Fingerkuppe möchte ich bitte einen Magneten haben, weil dann habe ich einen neuen Sinn, einen weiteren Sinn, weil ich kann auf einmal elektromagnetische Felder spüren. Kann man machen. Ja, und die nächste Stufe ist dann das Gehirn als Interface. Sie kennen also diese Science-Fiction-Filme 80er, 90er oder hier Matrix. Man fragt sich ja, sind wir jetzt alle gerade hier oder ist das alles nur ein Traum? Sind wir gerade in der Matrix? Vielleicht stehe ich gar nicht hier unten und Sie sind alle an den Maschinen angedockt. Das sind so diese Fragen und in der Tat tut sich da eine ganze Menge. Also es ist kein Witz. Man sagt, ja, es gibt mittlerweile auch Headsets, die Stimmung verändern können und irgendwelche Hirnschwingungen zu verändern. Das mag vielleicht noch Hokuspokus sein. TechCrunch, der große Tech-Blog aus USA, der sagt, the ultimate interface is your brain. Also die ultimative Schnittstelle ist das Gehirn. Das muss man sich jetzt noch nicht zwingend so vorstellen, dass man da irgendwie den USB-Stick reinsteckt und dann muss ich nichts mehr lernen und kann dann die Klausur bestehen. Ja? Aber es geht in diese Richtung. Es gibt gerade einen ganzen Markt in Amerika, der im Entstehen ist, der sagt, okay, ich kann durch Digitalisierung kann ich deine Intelligenz erhöhen. Du wirst dann klüger dadurch. Da, wo ich Daten habe, was kann ich da auch machen? Dann kann ich es auch immer hacken. A backdoor for brain hacking. Ja, also manche sagen, okay, dann, wenn wir das weiterspinnen, dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, kann ich auf einmal einen Menschen hacken? Geht es? Zweites Thema, was auch sehr interessant ist, worauf ich mich sehr freue, vor allem auch, weil es eine Studentin von mir ist. Marion Vogel ist Masterandin im Marketing-Management-Studiengang
Und es ist ja immer schön als Professor, man hat immer so diese Sache, wenn man sich für irgendwas interessiert, aber nicht so richtig Ahnung hat, dann kann man hoffen, dass da jemand mal eine Masterarbeit schreibt. Und genauso ist es hier. Und das ist, habe mich echt gefreut, dass sie auf mich zukam, weil ich bin eigentlich gelernter Bankkaufmann. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Europäische Zentralbank. Ich bin digital unterwegs, aber Bitcoin unterrichte ich zwar schon, aber so richtig verstanden habe ich es noch nicht. Ja, gebe ich offen zu. Und sie wird einen Vortrag halten, der Anfang vom Ende des klassischen Bankensystems. Aktuell ist sie in Palo Alto und dort bei einem Startup, was sich eben mit Cryptocurrency und Blockchain auseinandersetzt. Bitcoin kennen vielleicht vom Namen her die meisten, nur einige hier, hat so ein bisschen Bekanntheit dadurch erlangt, dass mit Silk Road, also Bitcoin ist ja eigentlich eine anonyme Währung, eine dezentrale Währung, eine Währung ohne Staat, keine Zentralbank, kein Staat, der hinter dieser Emission steht, sondern das macht das Netzwerk selbst. Das sind alles Menschen, Nutzer, und die im Prinzip ja über Verschlüsselung Transaktionen verifizieren. Ich kann mit Bitcoin was kaufen und dass da auch alles mit rechten Dingen zugeht, dafür sorgt die Community. Der Sicherheitsaspekt funktioniert ziemlich gut bei dem Thema. Problem war bisher, das ist anonym und das hat eben auch zu solchen Marktplätzen wie Silk Road geführt, wo sie dann anonym alles kaufen können. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Also von Crystal Meth bis Marihuana bis Auftragsmorden konnten sie dort alles bestellen. Mittlerweile ist es allerdings eingestellt, weil der Betreiber darüber Auftragsmorde tatsächlich bestellt hat und das dann in die echte Welt getragen worden ist, gibt es jetzt nicht mehr. Aber Bitcoin gibt es natürlich noch. Ja. So, und das Spannende an diesem Thema ist das Thema Blockchain, was dahinter steht. Es ist relativ schwer zu erklären, dass dieser Sicherheitsschlüssel, der dahinter ist, und ich habe irgendwo eine Erklärung gefunden, ich glaube bei T3N oder bei Golem, das kann man erklären wie so einen großen Post-it-Block. Also Post-it ist ja eigentlich so, da kleben ja diese einzelnen Zettel drauf und das ist der Block und normalerweise ziehe ich den ja ab und bei Blockchain kommt er immer drauf und dann weiß ich, okay, der wird immer länger und dann habe ich eine Prüfsumme, die weiß, okay, dazwischen drin kann nichts geändert werden. Deswegen ist es relativ sicher. Und dann wird immer gerechnet, ja, okay, ist da was dazugekommen? Und dann muss man das über einen entsprechenden Algorithmus verifizieren. Ist relativ kompliziert. Ich habe es auch noch nicht hundertprozentig verstanden. Ja. Das Interessante ist, aber dass man das überträgt auf Smart Contracts. Smart Contracts, das sind Verträge, die sich selber ausführen. Und das Beispiel, was immer genannt wird, sind Autoleasing-Verträge. Das heißt, dass die Erfüllung des Vertrages gleich inkludiert ist. Also ein Beispiel, Sie leasen ein Auto oder ich lease ein Auto und solange ich meine Leasingraten zahle, darf ich das Auto fahren. Wenn ich meine Leasingraten nicht bezahle, wir leben in einer vernetzten Welt, dann weiß dieser Blockchain-Vertrag, der Wagen hat nicht gezahlt, Auto wird stillgelegt. Es gibt Leute, zum Beispiel hier das Fachorgan Legal Tribune, die sagt, ist das Ende der Juristen? Brauchen wir die dann noch? Ich meine, Beispiel, etwas ist wahr und richtig, weil ich es überprüfen kann, nicht weil es jemand, zum Beispiel ein Jurist, es sagt. Ob das dann zutrifft, weiß ich noch nicht, aber da gibt es dann immer dieses Beispiel, überlegen Sie sich, da ist eine Blackbox in Ihrem Auto, Sie bauen einen Unfall, der andere hat auch eine Blackbox im Auto und diese Blackbox digital kennt nur 1 oder 0, schwarz oder weiß, vielleicht sagt sie noch 80%, 20%, aber die sagt, ich weiß, der ist da gefahren, der ist da gefahren, der ist so schnell gefahren, der ist so schnell gefahren, also ist der schuld, also muss der zahlen. Steht alles in der Blackbox. Ich brauche keine unzuverlässigen Zeugen mehr, ich brauche keinen Polizisten, der später dazukommt und ich brauche auch keinen Richter mehr zu bemühen. Das ist alles noch im ziemlichen Alpha-Status, aber ne, das sind so Dinge, manche sagen, that's the next big thing, diese Technologien. So, dann haben wir noch ein Thema Digitalisierung und Verkehr. Das wird am 2.12. stattfinden. Da haben wir einen externen Referenten gewinnen können, Dr. Bernd Rosenbusch, Vorsitzender der Geschäftsführung Bayerische Oberlandbahn und Bayerische Regionalbahn. Und der wird sprechen über die Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs, aber mit Blick auf das Automobil. Da wird mit Sicherheit auch, kann ich wetten, noch dieses Bild kommen vom Google Self-Driving Car. In Amerika, Australien haben sie auch schon Autos, die oder LKWs, die dort schon fahren, selbstfahrend. Und selbst in Deutschland hat Daimler in Baden-Württemberg die Genehmigung erhalten, mit einem 40-Tonner auf der Autobahn zu fahren, ohne Fahrer. Ich stelle mir das interessant vor, wenn Sie den mal überholen und Sie gucken da rein und Sie wissen das nicht, dann bauen Sie wahrscheinlich sofort einen Unfall. Ja. Aber angeblich das Auto soll, der LKW soll sicher fahren. Ja. Dazu gehört natürlich auch das Thema Automotive Connectivity. Also das ist ein BMW, der fährt auf der Straße, hat einen Sensor drin, stellt fest, oh, da vorne ist die Fahrbahn vereist.
Also Meldung an den Motor, fahr ein bisschen vorsichtig, schalt runter oder sowas. Okay, das kennt man schon. Aber der könnte dann bei Vernetzung auch noch die hinter ihm fahrenden Autos dem Bescheid sagen und sagen, hey, fahrt vorsichtig, also nicht nur dem Fahrer, sondern auch den Motoren. Automatisch wird runtergeregelt, sodass man dort nicht in Schlingern kommt. Eine Anwendungsmöglichkeit. Eine zweite, und die gibt es schon, und die finde ich persönlich ein bisschen bedenklich aus meiner eigenen Situation heraus. Es gibt die sogenannten Telematiktarife. Auch da ist eine Blackbox im Auto und die wird ausgelesen. Also ich stimme zu, dass die Versicherung diese Blackbox ausliest und dann wird festgemacht an der Art und Weise, wie ich fahre, welche Prämie ich nachher zu bezahlen habe. Das wäre für mich eher ungünstig, muss ich zugeben. Ja. Und natürlich gibt es das auch im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch die Drohnen. Drohnen sind ein ganz spannendes Thema. Amazon hat ja schon ein bisschen für Presse gesorgt, dass sie gesagt haben, okay, wir möchten zustellen mit Drohnen, also ausliefern. Und dann hieß es, näher wieder zurück und geht nicht und Luftsicherheit. Was war die Antwort von Amazon? Jetzt haben sie gesagt, okay, wir haben ein Konzept vorgeschlagen, wie es doch geht. Und wir könnten auch die Plattform dafür stellen. Zwinker, zwinker. Sie erinnern sich, Plattformökonomie. Ja? Da geht es um die Lufthoheit bei der Zustellung. Das ist auch ein interessanter Markt, von dem wir vielleicht noch gar nicht wissen, wohin er geht. Am Mittwoch, den 9.12., auch hier Industrie 4.0, Herausforderungen für Produktion und Logistik von mittelständischen Unternehmen. Wenn man sich das Thema anguckt, dann hat das immer sehr großen Charakter. Also da wird ein sehr, sehr großes Rad gedreht und da hört man häufig von den Mittelständlern, was sollen wir denn machen? Also wir haben nicht die Zeit, dass wir jetzt irgendwo einen Strategen da abstellen können, der sich mit nichts anderem beschäftigt und so weiter. Also wollen wir hier auch da ein paar Themen besprechen. 3D-Drucker. Jetzt wird einer sagen, naja, also 3D-Drucker, 80er Jahre, gab es schon welche. Da werden Prototypen gemacht. Kennen wir doch, ist nichts für uns, brauchen wir nicht. Das ist nicht mehr so. Also mittlerweile haben sie sich weiterentwickelt und es ist durchaus so, dass man mittlerweile dem Wunsch, dass man sagt, Batch 1, also Serie 1, ein einzelnes Stück zu Preisen von der Großserie in die entsprechenden Regionen kommen kann. Der Punkt ist immer, wenn ich solche neuen Technologien habe, egal ob das 3D-Drucker sind, da stellt sich ja die Frage, wofür sind die geeignet? Sprechen wir über Metall, sprechen wir über Kunststoff, Kunstharz, Keramik und all diese Unterformen haben dann noch verschiedene Techniken. Woher weiß ich denn wirklich, dass das für mich nicht geeignet ist? Was ich nicht kenne, kann ich auch nicht beurteilen. Und wer hat denn die Aufgabe, sich darum zu kümmern? Und genau wie der Kollege Wagner vorhin schon sagte, in der Regel ist es so, dass man an der Spitze, also das Management, schon einen Tick älter ist als jetzt die Leute, die frisch anfangen. Und dann liegt es in der Natur der Sache, dass die Core-Kompetenz dann einfach nicht mehr liegt in Informationen sammeln und auswerten. Das machen dann eher andere Leute. Bloß die haben wieder nicht die Erfahrung, das Ganze rüberzubringen. Oder beziehungsweise dass diese Connection herzustellen zwischen dem Management, das ist eine Führungsaufgabe, und denjenigen, die eigentlich das Wissen haben, wo man dann sagt, naja, der soll das mal nebenher machen, soll mal gucken, was da so Neues gibt, soll mal auf eine Messe gehen. Ja, das Ganze betrifft mehrere Bereiche. Roboter, sagt man, Roboter lohnt sich nicht für uns, das ist viel zu groß, das ist Großindustrie. Wir kennen das so, das sind Käfige dahinter und da sieht man bei den Automobilzulieferern, sieht man da große Roboter mit einer Riesengeschwindigkeit und unheimlich viel Kraft agieren. Mittlerweile durch die Verkleinerung von Sensorentechnik gibt es auch kleinere Roboter, die durchaus in der Lage wären, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, da sind Berührungssensoren, dass man sagt, wenn ich in die Nähe komme, also bis 5 cm geht automatisch der Roboter aus, also dieser Sicherheitsaspekt. Da sind auch viele Versicherungen dabei, die das Thema angehen. Ein weiterer Punkt. Das Gesetz von Moore wird 50 Jahre alt, also der sagt mehr oder weniger, dass alle 1,5 bis 2 Jahre sich die Leistungsfähigkeit erhöht, weil doppelt so viel Transistoren auf Mikroprozessoren passen und das entsprechend die Leistungsfähigkeit erhöht. Das Gesetz ist ungebrochen mittlerweile. Es gibt immer Leute, die sagen, jetzt bald kommt die Technologie ans Ende, aber 50 Jahre und da hat man immer wieder eine Lösung gefunden. Die Sensorik und die Aktorik, die fallen im Preis unglaublich. Das hat Auswirkungen auf die Produktion. Sowas, egal was man immer, was man aufschlägt, jede Zeitschrift, jede Internetseite, die mit Produktion zu tun hat, immer kommt dann irgendwas, Konzept zur intelligenten Fabrik und so weiter. Wer trägt das? Wer schaut sich das an in mittelständischen Unternehmen? Wichtiger Punkt, klare Managementaufgabe. Jetzt haben wir eine Menge über das Internet der Dinge und diese ganze Vernetzung gehört und das ist eine tolle Sache.
und wie bequem das alles in Zukunft wird und wie einfach. Und jetzt kriegen wir auch noch hunderttausende neue Jobs. Ist doch eine tolle Sache, oder nicht? Problem ist, wir verlieren auch ein bisschen was. 18 Millionen Jobs, sagt die Welt. Was ist mit den Menschen? Die ganze Diskussion ist sehr technikorientiert und technikgeprägt. Aber was ist mit den Menschen, die jetzt da arbeiten? Wie bereiten wir die Menschen darauf vor? Und gerade bei Mittelständlern ist der Punkt, die haben Mitarbeiter, die sehr, sehr lange im Unternehmen sind, teilweise in der zweiten Generation. Wie bereiten wir die vor? Können wir die umschulen lassen? Müssen wir andere haben? Was machen die? Wer jetzt noch schläft, hat fast verloren, titelt die Stuttgarter Zeitung. Ist ja gut und schön, aber woher weiß ich denn, ob ich schlafe? Also in dem konkreten Fall. Irgendwann wache ich auf, das ist klar, aber dann ein bisschen spät. Wer sagt mir denn, dass ich jetzt irgendwo, woher weiß ich denn, wie weit meine Branche ist? Woher weiß ich, wie weit meine Lieferanten sind? Wie weit weiß ich, dass meine Kunden sind? Ist ein Problem. Wir haben jetzt jede Menge gehört, aber es gibt auch positive Stimmen. Hier sagt jemand, Internet der Dinge könnte Deutschland an die Weltspitze bringen. Ist mal eine Aussage. Das ist eine Argumentation, der kann man folgen, muss man aber nicht. Was bedeutet Industrie 4.0 für den Mittelstand? Wie ist der rasanten technologischen Entwicklung Rechnung zu tragen? Was ist der Status quo in der Branche? Wie ist mit den Mitarbeitern umzugehen? Was sind möglichste Erfolgsfaktoren im Mittelstand? Und was sind konkrete Schritte? Was muss ich denn jetzt konkret tun, um mich vorzubereiten? Die ersten Schritte, wie kann ich mich dem Thema nähern, auch wenn ich jetzt vielleicht noch so ein bisschen geschlafen habe. Das sind Themen, die würde ich gerne ansprechen am 9.12. hier auch 19 Uhr. Ja, und last not least, am 17.12. Wird mein geschätzter Kollege Professor Martin Machovius nochmal in den Ring steigen. Da geht es um das Thema Energie 4.0. Er selber ist hier so der Experte für Energierecht und erneuerbare Energien oder Recht für erneuerbare Energien und auch dort Herausforderungen einer zunehmenden Digitalisierung der Energieversorgung sprechen. Da geht es natürlich dann auch um Smart Grids und Smart Meter. Ich meine, das Interessante, beim Stromnetz ist ja schon ein Netz, schon lange bevor es Digitalisierung gab. Da wird es dann sicherlich darum gehen, Smart Grid, wie kann ich intelligent diese Möglichkeiten nutzen, dass es immer dass effizient Strom da ist, dass ausreichend Strom da ist. Interessant auch hier, die Vorteile erwachsen ja daraus, dass ich von einem zentralen Netz dann auch ein dezentrales Netz habe, also Erzeuger oder wer auch immer dort agiert, dass die entsprechend dann sicherstellen können, wie die Energieversorgung sein wird. Das wird dann auch über Smart Meter funktionieren, im Prinzip die moderne Form von Stromzählern. Auch da werden spannende Daten gesammelt. Im Moment ist es, glaube ich, so, wenn da Daten gesammelt werden, dann kriegt die selbstverständlich natürlich der Stromanbieter. Aber muss das eigentlich so sein? Ja, ist das nicht eigentlich auch sehr interessant für verschiedene andere Dinge? All das sind Dinge, die wir dann dort aufgreifen wird. Auch da wieder Tesla wieder als Beispiel. Sie haben das vielleicht mitgekriegt, Anfang des Jahres war das, glaube ich, dass Tesla gesagt hat, okay, wir machen jetzt solche Stromspeicher. Zum Beispiel, ich meine, die Sonne scheint ja nicht immer, Sonnenenergie hauptsächlich im Sommer und dann will ich ja irgendwie diese Energie speichern und dann will Tesla ganz groß in diesen Markt einsteigen. Das ist nicht neu, die Idee, allerdings ist neu dieser Preis, weil der ist nämlich jetzt relativ günstig und darüber wird dann auch vielleicht so eine Massentauglichkeit auch sichergestellt. Was dann auch noch eine Rolle spielt, wenn wir von Smart Grid, Smart Meter reden, dann sind wir auch irgendwann bei Smart Cities, also dass ganze Städte natürlich auch vernetzt werden, intelligent werden. Dinge, die es heute schon gibt, dass Straßenbeleuchtung nur dann eingeschaltet wird, wenn wirklich jemand dort langläuft, wie ein Bewegungsmelder. Man könnte auch sagen, okay, wenn das Auto dran fährt, dann geht kurz das Licht an, das wird ja erkannt über Vernetzung oder Bewegungsmelder, bis der dann ausgestiegen ist und ins Haus gegangen ist. Oder man könnte sagen, Elektroautos sind sowieso ständig mit dem Internet verbunden und wenn dann jemand vorbeiläuft, dann machen die einen Scheinwerfer an. Also dann bräuchte ich gar keine Straßenlampen mehr. Auch das ist eine Möglichkeit. Also solche Dinge wird es vermutlich geben in der Zukunft. So, Sie haben es fast geschafft. Ha. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen Lust machen auf diese anderen Veranstaltungen, die noch kommen. Ich glaube, es sind ein paar wirklich spannende Themen auch dabei. Ich habe gesagt, also für uns ist eigentlich so ist interessant, ob man darüber auch so ein bisschen eine Diskussion ausbreiten kann. Ich hoffe, das ist uns ein bisschen gelungen.
Abschließend nur noch das hier. Also es wird sich viel ändern und wir werden nachher Probleme kriegen und neue Situationen haben, die es früher vielleicht gar nicht gab. Und vielleicht sowas wie das hier. Vernetzung. Wearables. Wie teilt man seiner Putzfrau am charmantesten mit, dass die mit dem WLAN verbundene Waage das Gewicht automatisch auf die Smartwatch funkt? Das sind Fragen, mit denen wir uns in Zukunft auseinandersetzen werden. Vielen Dank.